Hi, hi, liebe Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir spielen das Goblindorf fertig. Wir werden heute nicht beschwören, das werden wir morgen machen. Aber auch nicht großartig, sondern einfach die Chance wahren. Und vielleicht mache ich 10, aber also mehr nicht. Denn mir fehlt es ja immer noch an Material und ich glaube, ich brauche jetzt einfach erstmal Material, dass ich die auch fertig machen kann, vor allem halt auch Limit breaken, weil sonst bringt es schlicht nichts. Und also kaufen ist okay, ich meine, aber alles zu kaufen finde ich halt immer ein bisschen Blödsinn, ne? Das hat ja alles auch Grenzen. Natürlich, Limit Breaker, damals 10er klingen, kann man da mal zuschlagen, aber halt das finde ich im Übermaß eher nicht. Ne, also das dann nur noch, dass ich dann für die Helden bezahle und auch noch für mein Zeug, finde ich immer ein bisschen blöd. So, wir machen ihn und gucken mal, was das macht hier mit dem Gift. Über eine Runde. 200, okay, das dürfte ja fast hinhauen, oder? Ja, super, das haut hin, über 3 Züge. Ah, nee, nicht ganz. Okay, dann machen wir halt den Minion noch an, ne, von Forces, der erledigt dann, glaube ich, mal den Rest. Genau. Und dann können wir uns die nämlich aufheben. So, jetzt laden wir da alles rein, was wir haben. Schauen mal, wie weit wir mit 2 kommen. Ja, gehen durch die Mitte, dass wir ein bisschen Platz haben. Einfach Platz zu spielen. Oh, schöne Kombi, sehr schön. Okay, Hawthorne ist an. Das ist wichtig, der steht neben Forces. Die Minions sind voll. Das bedeutet, er kriegt laufend Mana. Und alle anderen kriegen von ihm. Ich würde ihn doch trotzdem noch mal hier zum Laufen bringen. Um sicher zu gehen, dass auch der Reflekt weiterhin läuft. Und dann sollte das, denke ich mal, ja, das ist ärgerlich. So. Okay, schön. Wir kriegen hier fortlaufend Mana. Das ist echt super. Schau mal, was sie macht. Ja. Die sind natürlich vorletzte Stufe, ne? Die können jetzt schon ein bisschen was. Und ihr habt es ja schon beim letzten Mal mitgekriegt, dass ich den Fehler nicht mehr mache und dazu schwach. Oh ja, das ist klar. Es wird reflektiert, aber halt auch wieder zurück, ne? Das heißt, er kriegt es nicht, weil ich ja einen Reflekt anhab, aber sie halt auch nicht. So, dann gehen wir in die letzte Stufe und wir bringen ihn gleich zum Laufen hier, mein Hawthorne. Einfach um die sichere Art zu wählen, nehmen da auch die kleinen Mana-Trünke. Weil ich gemerkt habe, dass ich mit den Großen einfach ein bisschen, also mit den Mittleren, einfach ein bisschen vorsichtiger umgehen muss, weil die Events schon ziehen, ne? Also, ist ja eigentlich auch klar, ne? Aber ihr wisst ja, ich bin da immer relativ unbesorgt, bis ich dann merke, okay, sie fehlen halt doch schon. So, machen wir das so, das gibt mir ein gelbes Folgematch. Das ist hier alles in Ordnung. Soweit. Genau, müssen aber schauen, dass er halt läuft. Ne? Solange er läuft, ist ziemlich unproblematisch, weil ich hier das Mana kriege. Wir machen ihn natürlich in die Mitte. Und dann sollte das relativ geschmeidig. Ja, da hätte ich gern 3 von diesen Minions. Also es ist vielleicht ist unnötig. Und wir gucken mal, wie lange das noch läuft. Das läuft noch 2 Züge.
Ja, mach mal den ein und schau mal, wie weit er ist. Dann braucht er eine Mana Portion und dann ist er wieder drauf auf der Stufe, in der er regeneriert. Ja, ihr seht auch, das läuft hier ganz schön. Ich mache das so, weil die blauen brauche ich ja nicht. Jetzt werden wir gleich eine mitgewischt kriegen hier. Er hat das noch. Zwei Züge, mach mal den ein und gucken mal, wie weit er da mana-mäßig kommt. Okay, er ist an. Das ist sehr schön. Und dann machen wir das auch so, dass man dann rot. Ah, okay, es geht von allein hoch. Sehr schön. Ja, mittlerweile, ne, ist es mehr unterhaltsam halt einfach, wie dass es noch irgendjemand groß weiterhilft, da müsste ich schon wie Archon oder so, Grüße gehen raus, Patrick, dann mit Vierer und so spielen, dass eventuell der eine oder andere schauen kann, okay, was von den Helden habe ich denn? Machen ihn natürlich an. Und wie kann ich das schaffen, um den Satz fertig zu sprechen? Da bin ich begabt. Ja, sie reduziert jetzt natürlich hier das Leben von Forces. Wir knallen ihm da mal was drauf. Aber ja, okay, dann geht eh nichts. Aber wir sind auch fast durch, ne? Okay, sie ist tot. Irwitzhammer wird uns jetzt hier eventuell den Forces raushämmern. Ja. Verfehlt, sehr schön. Mein Stain-Tank macht dann natürlich auch seinen Job mit dem, mit der Chance, dass die da verfehlen. Ich mache das so, ich glaube, ich kann reinspielen, ohne übermäßig Gefahr zu laufen. Aber ne, wenn jetzt einer fehlt, dann ist es auch nicht schlimm. Ich habe ja noch Helden. Aber ihr seht schon, ne, das kann schon, wenn man nicht so super aufgestellt ist und die nicht ins Laufen bringt, dann kann das natürlich eng werden, aber das wissen wir ja mittlerweile. Okay, das soll es gewesen sein vom Goblindorf. Wir haben trotz irgendwelcher Ankündigungen keine Helden gekriegt, oder muss ich, ich habe eigentlich das Spiel, ja, das wissen wir doch alles. Aktualisiert gehabt. Von dem her, oh, vergesst Umberg nicht, ne? Und so. Genau, es läuft den ersten Tag. Bei Blau werde ich gar nicht beschwören. Ich hätte sie so gerne und ihn, aber ja, also die Münzen, die wir verballert haben, während wir die Quest gespielt haben, mehr ist nicht. Das finde ich einfach. Nix ist da, naja. Und Serendipia ist geil, aber nix ist auch geil. Nicht falsch verstehen, aber. Also. Ja, Auswahlbeschwörung halt. Okay, dann haben wir eine, machen wir die. Ja, also die wären beide natürlich irre, ne? Fiskeul hier und Giftfeuer, also beide wären nicht Fiskeul. Pfefferflamme halt und auch Giftfeuer, die wären beide super, ne? Beide Vorgestellten. Da ist eigentlich fast bis auf den großen Beefy mit seinem Schwein. Schau mal, eine Beschwörung, ich meine. Aber drückt mir die Daumen, let's go. Okay, ja, auch okay, ja, es ist ein legendärer Held. Ich habe das Kostüm, also will mich nicht beschweren, ne? Eine Beschwörung, legendärer Held. Ist okay. Kann man nichts sagen. Und levelmäßig, ja, ich bräuchte halt keine 2, ne? Die werde ich nicht leveln. Die ist mittel, die gute. Ich werde vielleicht sogar meinen Richard leveln, aber das ist halt auch mittel. Eher vielleicht sogar noch ein Magni, obwohl bei Magni, bei Richard habe ich halt das dritte Kostüm. Und wir machen, weil Charlie fertig machen gar nichts anderes vorher. Sie ist, glaube ich, eine richtige Hilfe.
Deswegen wird nichts anderes gemacht. Nein, da wollen wir nicht rein. Das werde ich mir morgen früh schnell holen. Das 34,99. Und mal die 5-Sterne-Truppen vorbereiten. Okay, Leute, das soll's gewesen sein. Krieg geht gleich los. Für mich, wir kämpfen gegen Fastkill. Sehr schön. Was, Anführer Kokaina? Ja, gut schmeckt's. Wir stehen im Moment 60 zu 51. Ein bisschen hinten, eventuell. Schau mal, ne? Mach mal gleich. Okay, danke fürs Zuschauen, Leute. Haut rein. Bis dann. Grüße gehen raus. Euer SK.